So, okay. Jetzt sind wir quasi auf einem Status. Jetzt funktioniert das Ganze. Ich möchte mich für die Verspätung entschuldigen. 8 Minuten. Unity Media. Irgendwann bin ich sie los. Ich will demnächst vielleicht auch mal Streams aus dem Wohnmobil machen. Dann ist das alles sowieso kein Problem. Und da freue ich mich schon mal drauf. Aus irgendwelchen Gründen ist die Verbindung abgekackt, der Router gestorben, was auch immer. Wenn du den dann neu startest, dann braucht das irgendwie locker 5 Minuten, bis irgendwie das WLAN wieder da ist und alles und überhaupt. So. Aber haben wir jetzt. Ist es soweit da und ihr könnt gerne einmal winken oder Hallo sagen und euch melden, dass ihr da seid. Ich sehe auf dem YouTube-Control-Dingens, dass genau eine Person zuschaut. Das bin wahrscheinlich ich. Null Personen. Okay. Ja, dann fangen wir halt mit ein paar weniger Leuten an als erwartet, nämlich mit niemandem. Dann kann ich auch problemlos einfach mit angeschaltetem Mikrofon trinken. So. Na gut. Ist mir auch egal, ich erzähle trotzdem dummes Zeug die ganze Zeit. So. Müsst ihr mir klarkommen. Also, wo sind wir gestern stehen geblieben? Wir sind gestern stehen geblieben bei Rust. Wir haben Rust by Example, nennt sich dieses Tutorial, was ich da durcharbeite. Das Hello World haben wir durchgearbeitet. Das Spannende daran ist tatsächlich, oder was heißt das Spannende daran? Ich fand es ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, dass ich hier schon irgendwelche Dinge bauen musste, von wegen, wir machen ein, weiß ich nicht, ein Formatstring, Trade-Implementierung und was nicht alles. Also der ganze Quatsch hier. Sie haben mir noch nicht erklärt, was ein Trade ist und sie haben mir noch nicht erklärt, was ein UntSelf ist und was ein UntMut ist und eigentlich noch nicht mal die Syntax für Funktionsdefinitionen. Aber was soll's, ne? Das Tutorial geht quasi einfach davon aus, von wegen, naja, du willst das schon lernen, wissen, wie auch immer. Und ja, gut. So haben wir das auf jeden Fall gemacht und haben uns das ein bisschen angeschaut. Genau. Und ja. Ich würde heute einfach direkt weitermachen. Also das Letzte, wo wir stehen geblieben waren, war quasi Formatting. Wir haben ja hier dieses Rust by Example, kannst du tatsächlich auch einfach den Code auf dem Server laufen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Play klicke, dann rödelt das einen Moment und lässt quasi den Code laufen, der da oben drin steht. Das ist soweit ganz nett. Ja. Und wir machen jetzt einfach weiter. Wir machen weiter mit Primitiven. Im Sinne von primitiven Variablen oder quasi so die Basisblöcke, auf die du dann deine eigenen Objekte aufbauen kannst. Wie auch immer sie in Rust heißen, wenn es also Objekte als solches, weiß ich gar nicht. Also wir haben jetzt einen Trade gebaut für einen Struct. Ob es sowas wie Klassen gibt und ob man das so nennt, kann ich euch noch gar nicht sagen. Das werden wir dann erleben. Genau. Und von daher würde ich da jetzt einfach mal, ich packe mir hier oben noch dieses, damit ich selber ein bisschen sehe, ob hier irgendwie Leute da sind oder nicht. So packe ich mir hier noch so ein Dingens von YouTube. Wo packe ich mir das hin? Das ist. Man braucht eigentlich 80 Bildschirme, wenn man irgendwie ordentlich livestreamen will. Ah, Madosaurus. Ja, du musst erst im Discord joinen, damit du den Chat nutzen kannst. Das ist eine FAQ. Genau, vielleicht das noch als organisatorisches Dingens. Ne? github.com/sky/advent of code. Da findet ihr
Die Links zu den vergangenen Streams. Ihr findet einen Stream-Kalender. Da ist jetzt aktuell noch nichts für den nächsten Termin drin, weil ich wie immer schlecht vorbereitet bin. Und unter anderem findet ihr da auch die Streams von letztem Jahr, Advent of Code 2018. Und warum benutzt du nicht den YouTube-Chat, sondern Discord? Der Grund dahinter ist hauptsächlich, weil du im YouTube-Chat immer mit deinem Passnamen rumrennst, beziehungsweise wie dein Kanal heißt, und weil ich zweitens gerne die Möglichkeit hätte, auch abseits von irgendwelchen Streams mit euch zu interagieren, und deswegen haben wir den YouTube-Chat einfach komplett weggeworfen und nehmen jetzt Discord. Genau, so funktioniert das gerade hier, und ich muss gerade mal gucken, genau, hier steht jetzt in dem Discord noch 0 Personen online, das ist ein bisschen gelogen, wenn man den einmal refresht, steht da immerhin 4 Leute online, also es ist jetzt noch nicht die riesengroße Community geworden, aber es werden zumindest immer mehr Leute, und das ist schön. Genau. Von daher, Tag Manosaurus, wir legen los. Also, Rust provides access to a wide variety of primitives. Okay, was haben wir an Skalartypen? Also, wir haben signed integers, also Integers, Ganzzahlen mit Vorzeichenbehaftung. Die gibt es in unterschiedlichen Größen, nämlich 8, 16, 32, 64 und 128 Bit. Okay, das ist krass. Und dann gibt es noch E-Size, das ist die Größe eines Pointers. Das ist wahrscheinlich dann spezifisch zu dem jeweiligen, zu der jeweiligen Prozessorarchitektur und vielleicht auch zum Betriebssystem? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Genau, dann haben wir unsigned integers, also Ganzzahlen ohne Vorzeichen, wieder in 8-16-Bla-Bits und U-Size für Pointer-Size. Dann haben wir Floating Point, also Fließkommazahlen mit 32 und 64 Bit. Wir haben ein Character, das ist quasi ein Unicode. Jetzt muss man sehr aufpassen, was man sagt. Ob man sagt ein Unicode-Zeichen oder ein Unicode-Codepunkt oder ein Unicode-Graphem-Cluster oder was auch immer. Wir sagen jetzt einfach mal ein Unicode-Zeichen und sind fein damit, wenn wir das ein bisschen ungenau gerade benutzt haben. Okay. Genau, ansonsten gibt es Bool, okay, wie gewohnt, entweder true oder false, und the unit type, Klammer auf, Klammer zu, whose only possible value is an empty tuple. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich damit tun soll, aber ich kann ein empty tuple quasi, und das ist ein eigener Typ. Und obwohl das quasi ein Tupel ist, wird es nicht als zusammengesetzter Typ angesehen, weil es nicht mehrere Werte beinhaltet. Okay? In dem Fall müsste aber ein leeres Array eigentlich auch. Ich frag nicht, ne? Also die Argumentation ist irgendwie Quatsch. Aber gut. Compound Types. Okay. Also zusammengesetzte Typen. Wir haben Arrays in eckigen Klammern 1, 2 und 3 mit 3 Integern drin und Tupel wie 1, true. Okay. Und Variablen können Typ-Annotationen dabei haben. Numbers may additionally be annotated via a suffix or by default. Okay. Also, wenn ich eine Zahl habe, dann kann ich entweder einen Suffix hinten dran schreiben. Hier haben wir so ein Beispiel. Ne? Das ist 5i32. Das heißt, das ist die Zahl 5 als 32-Bit breites Integer. Und wenn ich nichts davon quasi angebe, zum Beispiel einfach 7, dann nimmt es standardmäßig ein i32. Ich könnte hier auch ein i64 machen, zum Beispiel, wenn ich wollte. Also Integers sind defaultmäßig i32 und Floats sind f64. Das waren die genaueren, genau, f64, okay. Noted Rust can also infer types from context. Das habe ich mir vorhin mal so ein bisschen überflogen. Ich lasse das einmal laufen hier. Und fand es ganz interessant. Weil ich hier sowas machen kann wie let logical, okay, das ist ein Doppelpunkt bool. Das macht eigentlich, also es ist natürlich eigentlich immer ein bool, ne? Wenn ich jetzt, oh guck mal, ist direkt mal kaputt. Ah, okay. Sie haben uns hier einen Error schon mit eingebaut. Okay, arbeiten wir erstmal kurz weiter durch. Also or a default will be used. Okay, also hier ist quasi annotiert und hier ist ein Suffix hinten dran geschrieben, gut. A type can also be inferred from context. So,
Let mut infer type. Also mut oder mat, wie spricht man das? Keine Ahnung. Ne, mute. Mute wahrscheinlich, weil es mutable heißt, also veränderbar. Also ein mute ist sozusagen, das ist das Schlüsselwort für Rust. Diese Variable darfst du verändern. Ansonsten dürfen Variablen nicht verändert werden. Das ist ein bisschen seltsam, dass man sie dann Variablen nennt und nicht Konstanten. Aber who am I to judge, nicht wahr? Okay, und der Typ i64, und das fand ich faszinierend hier, der Typ i64 ist inferred from another line. Hier schreiben wir quasi, das ist 12. Guten Abend, Günther. Schön, dass du da bist. Hier schreiben wir, das ist 12. Das heißt, der Default von i32 würde locker ausreichen. Aber dadurch, dass wir hier unten eine größere Zahl reinschreiben, beziehungsweise auch noch was mit explizit dem Suffix i64 hinten dran, weiß Rust offenbar, dass es hier irgendwie einen größeren Platz aufbauen muss für diese Variable. Das ist spannend. Das finde ich interessant auf jeden Fall. Okay, was haben wir noch? Immutable variables value can be changed. Ja, macht Sinn, ne? Also wenn ich hier mute vorne dran schreibe, dann darf ich den Wert ändern. Ich darf aber nicht den Typ ändern. Also hier ist sie jetzt 12 und ist ein i32, weil Default, ja, hier ist sie 21, das ist soweit okay. Und das hier ist ein Fehler, das ist auch der Fehler, den wir da unten angestrichen bekommen. Er sagt, expected integer found bool, mismatched types. Was mir sozusagen sagt, okay, ich kann den Typ dieser Variable nicht ändern, also ich kann nicht von einem i32 plötzlich ein bool draus machen. Macht soweit auch Sinn. Was aber funktioniert, und das ist auch ein interessantes Feature, ich wollte eben noch gruselig sagen, aber ich will ja nicht so vorurteilsbehaftet daran gehen. Du kannst auch sagen, variables can be overwritten with shadowing. Das heißt, ich kann jetzt eine neue Variable definieren mit demselben Namen und die dann true setzen. Und das heißt, diese Variable namens mutable ist eine andere als die hier oben. Ich verdecke die sozusagen. Das ist ein interessantes Feature. Bleiben wir bei interessant. Okay, also wenn ich das hier jetzt mal auskommentiere, ne, und dann kann ich das prinzipiell laufen lassen. Das gibt jetzt keinen Output wahrscheinlich. Genau, das läuft einfach durch. Was wollte ich testen? Irgendwas wollte ich testen. Ah ja, genau. Wenn ich hier logical bool hinschreibe, aber stattdessen irgendwie 5, dann sollte das natürlich auch einen Fehler geben. Genau. Expected bool found integer. Jo. Macht soweit auch Sinn. Ne? Okay. Also, haben wir schon mal kapiert. Und hier unten, wir können in die Standard Library schauen und mute und inference und shadowing, wenn wir uns dafür interessieren. Dieses Shadowing würde mich tatsächlich interessieren, wie das im Detail funktioniert. Aber lass uns erstmal weiter durch das Tutorial gehen. Literals and Operators. Okay, wir haben Integers, die... Ah ja, jetzt geht es quasi um... Moment, einmal husten. Okay, so. Husten hat funktioniert. Ich bin immer noch so ein bisschen verwirrt. Dieses Audio-Setup steht noch nicht so hundertprozentig. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass wenn ich auf diesen Mute-Button klicke, dass ich mich dann selber nicht husten höre, weil ich eigentlich dasselbe hören sollte, was ihr hört. Das ist aber nicht so. Das ist ein bisschen komisch. Ich höre mich weiter husten. Keine Ahnung, was da bloß ist. Würde irgendwie Sinn machen. Whatever. Gut. Also, jetzt geht es um Literale, sprich, wenn ich nicht Variablen habe, sondern feste Werte reinschreiben möchte. Also, wir haben Integers, die sehen aus wie eine normale Zahl. Wir haben Floats mit einem Komma dazwischen oder einem Punkt, besser gesagt. Wir haben Characters mit einfachen Anführungszeichen, Strings mit doppelten Anführungszeichen, Booleans, True oder False und the Unit Type. Integers can alternatively, kannst du alternativ ausdrucken in hexadezimaler, oktaler oder binärer Schreibweise. Mit entweder dem Präfix 0x, 0o für Oktal oder 0b für binär. Das macht auch Sinn und ist
in anderen Sprachen auch so. Du kannst auch Unterstriche einfügen in numerische Literale, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Das heißt, 1 Unterstrich 000 ist dasselbe wie 1000, also 1000. Und du kannst es auch mit Nachkommastellen machen. Okay, cool. Das macht soweit auch Sinn. Übrigens, Fun Fact, ich hatte letztens das Problem in einem YAML-File. YAML macht das nämlich auch. Da wollte ich IDs vergeben, irgendwie nach dem Motto 5-1, so als Abtrennung. Irgendwie erster Wert ist 5, zweiter Wert ist 1. Frag mich nicht, das hat schon Sinn gemacht irgendwie. Und habe mich dann gewundert, dass da 51 bei rauskommt. Und das war kein Fehler in meinem Programm und es war kein Fehler in dem YAML-Parser, sondern es ist in YAML so definiert, dass du genau diese Unterstrich-Variante da auch machen darfst. Weiß nicht, welche Sprachen haben das noch. Keine Ahnung. Okay. We need to tell the compiler the type of literals we use. Okay, for now. We'll use the U32-Suffix to indicate the integer. That the literal is an unsigned 32-bit integer and the I32 to indicate that it's a signed 32-bit integer. So, und dann gibt es noch die Operatoren, die es gibt und deren Präzedenz, sprich, welcher hat Vorrang. Und das ist so ähnlich wie in anderen C-ähnlichen Sprachen. Wir lassen das einmal laufen hier. Das heißt, wenn ich irgendwie Integers miteinander addiere, 1 plus 2 ist 3, überraschenderweise. Also das ist eine 1 unsigned int 32. Wenn ich jetzt abziehe, 1 minus 2. Genau, jetzt kann ich mal den Spaß machen. Hier schreiben Sie ein To-Do gleich rein. Versuch mal, das 1i32 in ein 1u32 umzuwandeln. Das werde ich gleich mal tun. Also hier kommt minus 1 raus. Dann haben wir boolsche Logik. True and false ist true and false. Also mit einem und ist and. Pipe pipe ist ein oder. Und Ausrufezeichen ist ein not. Soweit eigentlich alles wie erwartet. Bitweise Operatoren. Dann kann ich jetzt hier, schreiben wir es quasi mal in binär rein: 0011, unsigned 32. Und dann bitweise verundet, bitweise verodert und bitweise verxodert. Wenn ich weiß, wie das funktioniert, googelt es euch mal nach. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Hier sind also auch keine Überraschungen. Bitshifting funktioniert im Prinzip auch so. Ich kann zwar quasi 5 nach links shiften und dann kommt 32 raus. Und ich kann auch nach rechts shiften. Das macht alles Sinn. Und dann haben Sie noch ein Beispiel mit den Underscores. Okay. So, jetzt schreiben Sie hier try changing the I32 to U32. Was ich als erstes mal probieren werde, ist, was passiert, wenn ich das Suffix komplett weglasse. Das sollte ja genau das gleiche sein, weil ja die Werte per Default I32 sind. Genau, 1 minus 2 ist minus 1. Und wenn ich jetzt hier U32 hinschreibe, also ein unsigned, also das Ding hat jetzt keine Vorzeichen mehr, das heißt, das Ergebnis kann quasi minus 1 überhaupt nicht mehr darstellen. Was machen wir dann? Oh, so schön. Attempt to subtract with overflow. Und das ist ein Compiler-Fehler, ne? Das muss man auch mal hervorheben. Also das passiert nicht zur Laufzeit, sondern das macht direkt der Compiler, der dann feststellt von wegen, hey, du ziehst hier 2 ab und würdest dich damit in den negativen Bereich begeben. Aber diese Zahl hat überhaupt kein Negatives. Oder dieser Wert, diese Variable, ist ja keine Variable, dieser Ausdruck quasi, darf nicht ins Negative. Der Typ ist unsigned. Ich werfe dir einen Compiler-Fehler. Ich finde das ziemlich sexy, ehrlich gesagt, dass das ein Compiler-Fehler ist. Muss man hervorheben, finde ich. Okay. Gut. Soweit, so gut. Tupel sind das nächste. Ein Tupel ist eine Kollektion von Werten verschiedener Typen. Okay. Tupels werden gebaut mit runden Klammern und jedes Tupel, each tuple itself is a value with type signature T1, T2 und so weiter, where T1, T2 are the types of its members. Aha. Also quasi Tupel sind typgebunden, wenn ich das richtig verstehe. Ja.
Functions can use tuples to return multiple values, as tuples can hold any number of values. Boah, okay, das macht Sinn. Das heißt, ich kann sie als Funktionsargumente und als Return-Values benutzen. Ich habe jetzt hier quasi, also sie haben uns immer noch nicht erklärt, wie eine Funktion funktioniert, aber es sieht relativ lesbar aus. Ich definiere eine Funktion namens Reverse und die bekommt ein Par rein aus einem i32 und einem Bool und gibt zurück ein Bool und ein i32. Okay. So, und jetzt schreiben sie hier, let can be used to bind the members of a tuple to variables. Das heißt, ich kann jetzt. Ah, okay. Das heißt, wenn ich let mit Klammern schreibe, dann kann ich sozusagen dieses Pair, was ich hier rein gebe, kann ich als. Na, wie sagt man? Kann ich auseinandernehmen in seine einzelnen Bestandteile. Das heißt, der erste Teil landet in einer Variable namens Integer und der zweite in einer Variable namens Boolean. Und dann kann ich die rumgedreht zurückgeben. Schauen wir mal, wenn ich das jetzt hier. Wird das irgendwo laufen gelassen? Wenn wir gleich. Wir gucken es uns erstmal an. The following struct is for the activity. Whatever. Ach so, for the activity, also für das, was wir weiter unten dann machen. Struct Matrix. Und eine Matrix besteht aus vier Float 32. Gut, und dann haben wir eine Main-Funktion. Ein Tupel mit einem Haufen unterschiedlicher Typen. Aha. Nämlich eine U8, U16, U32, 64, I8 und so weiter und Floats und einem Character und einem True. Okay. Und ich kann mir die Values daraus holen, indem ich Tupel-Indexing benutze, also Punkt 0. Das ist auch interessant. In anderen Sprachen macht man da eckig Klammern, weil man zum Beispiel sagt, Variablennamen oder Ausdrücke dürfen nicht mit 0 an oder mit Ziffern anfangen. Das ist hier anscheinend auch anders. Das heißt, ich darf einfach Punkt 0 schreiben. Und Tuples can be Tuple Members. Gut, okay, also ich kann ein Tupel in ein Tupel stecken. Das macht soweit auch Sinn. Das hier ist mein Digitalmischer. Ja, bitte, verbinde dich da nochmal. So. Das ist eigentlich, geh mal weg. So, muss ja keiner sehen hier. Okay. Tuples are printable. Kann ich also hier, das ist so diese Debug-Ausgabe, kann ich mir die ausgeben lassen und kriege quasi den Inhalt angezeigt, höchstwahrscheinlich. Macht soweit auch Sinn. So, und. But long tuples cannot be printed. Interessant. Ab wann ist es denn zu long? Zu long? Zu lang? Okay, müssen wir uns nochmal angucken, was da der Compiler-Fehler ist. So, dann definieren wir ein Paar. Und das Paar ist das. Also es ist auch nur ein Tupel und ein Reversed-Paar ist. Ah, jetzt geben wir das. Jetzt benutzen wir unsere Reverse-Funktion. To create one element tuples, the comma is required. Das kenne ich auch aus irgendwas. Python macht das, glaube ich, auch so, ne? To tell them apart from a literal surrounded by parentheses. Weil du ja quasi auch Ausdrücke klammern darfst und es dann uneindeutig wäre, ob das jetzt einfach ein geklammerter Ausdruck ist oder ob das ein Tupel sein soll. Deswegen kommt hier ein Komma hinten dran. Macht soweit auch Sinn. Genau, und das hier ist nur ein Integer, weil da kein Komma hinten dran steht. Tuples can be destructured to create bindings. But. Ach so, okay, das ist mein Tupel. Und dann kann ich A, B, C, D den einzelnen Werten in diesem Tupel zuweisen. Na gut. Und dann kann ich hier eine Matrix machen. Das ist quasi mein Float-Tupel von hier oben. Okay. Wir lassen das mal laufen und gucken, was passiert. So, ich habe ein paar Fragen zu diesem Beispiel. Also, long tuple first value ist 1 und second value ist 2. Das macht soweit alles Sinn. Tuple of tuples, das sieht auch so aus, wie es irgendwie aussehen soll. 1, 2, 2. Macht alles Sinn.
Pair ist 1 true und der reversed pair ist true 1. One element tuple hat hier auch quasi bei der Ausgabe ein Komma am Ende und just an integer hat auch keine Klammer außenrum, weil es nur ein Integer ist. Okay. 1 hello 4,5 true, das ist quasi das, was wir hier ausgeben, sozusagen die einzelnen destrukturierten Werte. Und dann haben wir Matrix ist sozusagen ein etwas spezielleres Tupel, weil es quasi einen neuen Typ, einen Struct definiert mit verschiedenen Werten, die ich da reinwerfen kann. So weit, so einfach. Jetzt das Erste, was ich gerne wüsste, ich kann hier oben das wahrscheinlich auch komplett ohne diese Variablen schreiben, ne? Das heißt, ich kann auch einfach sagen, gib mir zurück Pair 1 und Pair 0. Wenn ich das so laufen lasse, kriege ich wahrscheinlich einen Compiler-Fehler, weil ich hier Variablen zuweise und sie dann nicht mehr benutze. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Nein. Also es funktioniert trotzdem, genau, aber ich bekomme keinen Compiler-Fehler. Vielleicht macht das da nur Warnings draus. Okay. Was ich auch gerade interessant finde, erstens, ich muss hier kein Semikolon hinten dran machen. Hier so, an die Stelle. Und das zweite ist, hier steht auch nirgends Return vorne dran. Also ich schreibe einfach irgendwie so einen Ausdruck ans Ende und das ist dann das, was zurückgegeben wird. So interpretiere ich das jetzt zumindest mal. Okay. Und dann wollten wir genau das hier mal auskommentieren, um den Compiler-Fehler zu sehen, weil unser Tupel zu lang ist. Ist ja auch Quatsch eigentlich. Was heißt denn? Cannot find value too long tuple in this scope. Ah, ich muss es vielleicht auch erst. Okay. Das war der falsche Compiler-Fehler. Aha. Okay, ich glaube, ich verstehe, was da passiert. Die Fehlermeldung heißt Integer, 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 Badger, 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 Badger. Das sind Implement Standard Format Debug. Und also nach dem, was ich gestern gesehen habe, würde ich das so interpretieren, dass diese Tupel ja wirklich definiert sind mit den Typen der Werte, die drin liegen. Das heißt, ich habe hier quasi ein Tupel vom Typ Tupel von Integer, 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 Integer und so weiter. Ja? Und das ist was anderes, wie wenn ich einen Tupel hätte vom Typ Integer, Float, Integer, Integer, Integer und so weiter. Das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man aus Programmiersprachen kommt, die ein loses Typing haben. Aber das bedeutet ja dann wohl tendenziell, dass in der Standard-Library automatisch, ich fange anders an, und für jeden von diesen Typen, ich spreche interessant gerade, für jeden von diesen Typen muss ich diesen Trait definieren, damit ich es entsprechend ausgeben kann. Und so wie ich das jetzt verstanden habe mit dem Wissen von gestern, gibt es in der Standard-Library wohl von allen möglichen Permutationen aus Tupeltypen, sehr aufpassen, was ich sage, diese entsprechenden Trait-Definitionen mit drin. Das ist wahrscheinlich code-generiert und nicht von Hand geschrieben, aber das erklärt natürlich, warum sie das nur bis zu einer gewissen Länge machen, wenn das wirklich irgendwo in der Standard-Library definiert und generiert quasi ist. Weil du kannst es halt nicht unendlich lang machen. Also ich verstehe, warum das irgendwie Sinn macht. Ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass das die beste Lösung ist. Aber gut. Okay. Activity. Wir dürfen Dinge tun. Warte, erstmal kommentieren wir Quatsch hier wieder weg. Das war das und das. Okay. Recap. Add the format display trait to the matrix struct in the above example so that if you switch from printing the debug format to the display format,
You see the following output 1,1, 1,2, 2,1, 2,2. Ah, okay. You may want to refer back to the example for print display. Ja, wenn das jetzt hier nicht irgendwo definiert ist, dann würde ich da tatsächlich nochmal abgucken wollen, wie dieser Trait definiert ist. Das sah im Prinzip so aus. Ich kopiere das einfach mal hier rüber und bastel das da rein. Das heißt, wir können das hier hinten dran packen und sagen, wir implementieren Format Display. Dafür muss ich wohl erstmal Use Format Display machen. Wir implementieren Format Display for Matrix. Das sieht soweit richtig aus. Und das brauchen wir nicht. Und wir schreiben jetzt quasi in diesen Formatter, schreiben wir rein das und das. Was sollen wir, wie soll die Ausgabe aussehen? Mit runden Klammern noch außenrum. Und was haben wir da für Werte? Warte mal, dass wir das auch in der richtigen Reihenfolge machen. Ich würde ja davon ausgehen, okay, genau, es kommt erst die erste Zeile, dann die zweite Zeile. Gut. Dann würde ich es im Prinzip einfach so ausgeben und direkt mal checken, ob ich hier sowas sagen kann wie Backslash N für neue Zeile. Das wird mir zumindest in einer anderen Farbe gehighlightet, von daher bin ich da zuversichtlich. So und so. Und dann sage ich self.0, self.1, self.2 und self.3. So, das könnte prinzipiell funktionieren. Finden wir es raus, indem wir, wo ist unser komisches Tupel? Da. Indem wir das einmal so laufen lassen. Plupp. Okay, use format display geht nicht so direkt, sondern ich muss use standard format machen, okay. Falsch. Also, erstmal das richtige Paket importieren. Beziehungsweise das richtige crate heißt das, glaube ich, in Rust. Ja, und schon bin ich fertig. Okay, kaum ist der Import richtig, schon passt das. Wunderbar. Gut. Das zweite, was wir tun sollen, eine Transpose-Funktion using the reverse function as a template, which accepts, warte, ihr könnt es nicht lesen, machen wir die Kamera einfach weg. Plop. Which accepts a matrix as an argument and returns a matrix in which two elements have been swapped. For example, so. Und dann ist das Transpose im Prinzip, dass ich das und das, also die Matrix quasi um 90 Grad drehe. Ne, nicht um 90 Grad drehe, sondern sie quasi an dieser diagonalen Achse. Ist das eigentlich das, was man macht, wenn man sagt, ich transponiere eine Matrix? War das nicht gedreht um 90 Grad? Okay, aber was sie hier auf jeden Fall machen, ist sozusagen an dieser diagonalen Achse spiegeln. Das heißt, dieser Wert und dieser Wert haben die Plätze getauscht. Na gut, das sollte auch nicht so schwierig sein, denke ich. Gucken wir uns das mal an. Das heißt, okay, hier haben wir, naja, wir machen jetzt eine Funktion, die heißt transpose und die bekommt eine Matrix rein, das ist vom Typ Matrix und gibt auch eine Matrix zurück. So würde ich das jetzt mal schreiben. Und dann kann ich im Prinzip, gibt es irgendwie sowas wie ein New, das habe ich noch gar nicht gesehen. Nein, ich schreibe einfach Matrix und dann gebe ich die Dinger da hinten dran. Okay, das heißt, ich kann den Quatsch hier eigentlich auch komplett weglassen und ich schreibe hier einfach das, was ich zurückgeben möchte, nämlich Matrix mit
Das ist die falsche Funktion, in der ich gerade arbeite. Ich resette das einmal. So. Machen wir nochmal hier eine Kopie. Das da kann weg. Dann haben wir Reverse. Nein, wie hieß das? Transpose. So, und dann. Ich nenne die jetzt einfach, weil ich tippfaul bin, nenne ich die jetzt einfach M. M ist eine Matrix und wir geben zurück eine Matrix. So, das kann weg und dann kann ich quasi sagen, gib eine Matrix zurück mit folgenden Werten. M.0, dann M.3, M.2 und M. reingefallen. Ich fange ja bei 0 an zu zählen, das heißt, ich gebe hier M.2, M.3 und nee, M.2, M.1, so rum. Und M.4 zurück. Na, habe ich euch jetzt ausreichend verwirrt? Wunderbar. Dann können wir jetzt unsere Matrix hier, obwohl das können wir weglassen, einmal rumgedreht ausgeben. Das heißt sowas wie Transpose Matrix. So. So, Fragezeichen. Ich habe jetzt natürlich durch das Resetten meine schöne Formatierungsfunktion verloren. No Field 4 und Type Matrix. Das macht natürlich auch total Sinn, wenn ich extra sage, dass die bei 0 anfangen zu zählen und dann aber Punkt 4 schreibe, ist natürlich Quatsch, ne? So. Und jetzt haben wir 1, 1, 2, 1, 1. Na komm, wir machen diese Formatierungsfunktion nochmal, damit es auch tatsächlich genauso aussieht, wie es aussehen soll. Ne? Das ist ja eigentlich auch nur Fleißarbeit. Das heißt, wir hauen das hier rüber, Implement Display for Matrix. Und dann können wir einfach hier sagen, write das. Ich weiß nicht, warum ich da immer Nullen reinschreiben will. Klammer auf, Klammer zu, die haben dann noch ein Leerzeichen dazwischen, Backslash n, Klammer auf und Klammer zu und dann sage ich self.0, self.1, self.2 und self.3 und dann kann ich hier unten von der Debug-Ausgabe zur normalen Display-Ausgabe wechseln und lasse das einmal laufen. Und ich habe vergessen, Format zu importieren. Use Standard Format. Wupp. 1.1.1.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.2.2.2. Ja, okay. Also im Prinzip genau das, was wir tun sollen. Hervorragend. Ach, guck mal, hier haben wir sogar noch die Printlines, wie wir sie hätten direkt benutzen können. Okay, also ich würde sagen, gut genug. Das passt so. Was ich ein bisschen schade finde, auch quasi in diesem Tutorial, ich sehe hier nirgends, wo es mir überhaupt mal so grundlegende Dinge erklärt. Zum Beispiel, also sie haben irgendwie ganz weit oben erklärt, wie Kommentare funktionieren. Aber ich sehe jetzt hier immer wieder Stellen, die haben teilweise ein Semikolon hier hinten dran, hier so eine Zeile wie das. Und dann gibt es aber Zeilen wie die hier oder die hier, die haben keinen Semikolon hinten dran. Wann brauche ich ein Semikolon und wann nicht? Hm. Okay. Meinst du, dass das nur die Returns sind? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass das quasi, dass der letzte Befehl in so einem Block kein Semikolon braucht. Dass diese Semikolons quasi wirklich nur zum Abtrennen zwischen unterschiedlichen Befehlen gedacht sind. Komm, wir gucken. Wir schauen das jetzt mal nach. Rust Semikolon. Um,
Wir probieren mal das hier. Are semicolons optional in Rust? They're not optional. Semicolons modify the behavior of an expression statement, so it should be a conscious decision whether you use them or not for a line of code. Aha. Almost everything in Rust is an expression. An expression is something that returns a value. If you put a semicolon, you are suppressing the result of this expression, which in most cases is what you want. Aha. On the other hand, this means that if you end your function with an expression without a semicolon, the result of this last expression will be returned. The same can be applied for a block in a match statement. You can use expressions without semicolons anywhere else a value is expected. For example, let a ist, geschweifte Klammer auf, let inner ist 2, inner mal inner. Ah, okay, ich mache hier quasi einen Block auf und dieser Block würde was zurückgeben, nämlich das Ergebnis von inner mal inner, also 2 mal 2. Since it's the last expression in the block, its value will be returned and assigned to R if you put a semicolon on this same line, the value of inner mal inner won't be returned. Also wenn ich hier noch ein Semikolon hinsetzen würde. Okay. In your specific case, not suppressing the value of your let statement doesn't make sense and the compiler is rightly giving you an error for it. In fact, let is not an expression. Hm. Okay, meinetwegen. Finde ich ein bisschen unintuitiv, aber gut. Na gut, wenn die das so machen wollen, sollen die das so machen. Ich habe verstanden, was ihr... Also ich glaube, dass ich grob verstanden habe, worum es geht. Okay. Arrays and slices. So. Ein Array ist eine Sammlung von Objekten desselben Typs T und zwar in kontinuierlich zusammenhängendem Speicher gespeichert. Aha. Also, schon mal, Arrays haben eine feste Länge? Fragezeichen? Nein, das steht hier noch nicht. Doch. Arrays are created using brackets, eckige Klammern, and their size, which is known at compile time, is part of their type signature. Aha. Also vom Typ T mit der Länge Size. Okay, haben also auch eine feste Größe. Ich überlege jetzt gerade, warum ich dann einen Unterschied zwischen Arrays und Tupeln brauche. Ah ja, weil Tupel quasi unterschiedliche Typen beinhalten können und Array nicht. Array sind immer vom selben Typ. Okay. Ah, kommt wahrscheinlich auch im... Nein, kommt nicht im nächsten Absatz. Der nächste Absatz redet über Slices. Wer Rust kann, dem fällt hier vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit auf. Ne? Slices sind ähnlich zu Arrays, aber ihre Größe ist bei Compilezeit nicht bekannt. Stattdessen ist ein Slice ein Two-Word-Object. The first word is a pointer to the data, also das erste Word, das erste, je nachdem wie groß ein Word ist auf deinem Prozessor. Ne? Also üblicherweise 64-Bit. 32-Bit? Irgendwie sowas. The first word is a pointer to the data and the second word is the length of the slice. Okay. The word size is the same as U-Size, also die unsignierte Pointergröße, determined by the processor architecture. Zum Beispiel 64-Bit auf einem x86-64. Es ist schön, wie der Kram, den ich sage, irgendwie direkt einen Satz weiter erklärt wird. Slices can be used to borrow a section of an array and have the type signature und vom Typ T. Aha. So, hier werfen sie jetzt erstmal das Wort borrow rein und haben natürlich vorher auch nicht erklärt, was es ist. Das ist, das finde ich schon ziemlich hart gerade, ehrlich gesagt. Weil diese ganze Borrow-Geschichte ist ja eigentlich so mit der Kern von Rust. Und auch das, womit irgendwie neue Leute sich am oder am wenigsten gut mit klarkommen und erstmal irgendwie sich eindenken müssen. Und die erwähnen das hier jetzt einfach mal so nebenbei. Finde ich nicht so cool. Aber gut. Und haben da Type Signature und T. Okay, und ist dann wahrscheinlich ein Pointer auf ein auf Daten vom Typ T oder ist das einfach so wörtlich zu nehmen?
und eckige Klammer, irgendwas heißt, das ist ein Slice. Schauen wir uns das Codebeispiel an. EU Standard MEM, was auch immer MEM ist. Diese Funktion borrows a slice. Gut, Function Array Slice. Sie bekommt ein Slice von I32. Dass es da erwähnt wird, ohne Erklärung, ist in der Tat schlecht. Ich mache dafür mein Issue auf. Dankeschön. Das ist auch noch so eine Sache, ne? Habe ich auch überlegt. Ich hatte gestern schon irgendwie ein, zwei Dinge, die hier in einem Tutorial so mittelgut erklärt sind oder Dinge, die sie einfach erwähnen oder Dinge, die sie, was war das Beispiel? Irgendwie sie haben im ersten Codebeispiel haben sie irgendwie einfach ein neues irgendwas eingeführt. Und du wusstest nicht genau, was es war, also ich konnte es mir erschließen. Und im nächsten Codebeispiel unten drunter haben sie dann quasi erklärt, was es ist. Theoretisch wäre es tatsächlich sinnvoll, hier jedes Mal Issues aufzumachen für die Doku und zu sagen, hey, das ist nicht ganz so geil. Aber erstens macht es eigentlich keinen großen Sinn, dass ich das während dem Stream mache und ihr mir dabei zuguckt. Und zweitens gibt es jetzt quasi eine Aufzeichnung davon und ich kann im Nachhinein nochmal durcharbeiten und könnte dafür Issues aufmachen, wenn ich die Zeit finde. Oder jemand von euch macht das, wenn ihr da Bock drauf habt. Von daher vielen Dank. Ich finde das auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ich gehe davon aus, dass JER für Jan-Erik steht. Ich habe so ein gewisses Gefühl, wer dahinter stecken könnte. Und von daher, Dankeschön, wenn ihr das währenddessen macht. Dann kann ich mich hier aufs Tutorial durcharbeiten, konzentrieren. Okay, ja. Hi, schön dich zu sehen. Okay, diese Funktion borrowed ein Slice. Gut, und es enthält Werte von I32. Gut. First Element of the Slice ist Slice 0 und der Slice hat so und so viele Elemente, nämlich Slice.len. Okay, len kann ich dann wohl auf das Slice aufrufen und bekomme die Länge zurück, also die Anzahl Elemente, die drin sind. Gut. Und dann habe ich eine Funktion main und FixedSizeArray. Das heißt quasi XS und ist vom Typ I32 und hat fünf Elemente drin. Hier schreiben sie auch noch hinten dran, von wegen, das könnte man auch weglassen. Das kann sich der Compiler dann denken. Alle Elemente können initialisiert werden auf denselben Wert. Das ist auch schön. Das heißt, ich kann jetzt hier sowas sagen wie, das XS heißt quasi Xs und das heißt Ys. Okay, verstehe. 500 I32 0-500. Das interpretiere ich jetzt als der Wert 0 500 Mal, würde ich sagen. So, Jan-Erik schreibt, Rust per Example ist auch mehr eine Sammlung von kleinen Beispielen. Die sind also nicht unbedingt alle hundertprozentig aufeinander abgestimmt. Das Buch sollte da etwas methodischer vorgehen und Dinge nach und nach erklären. Ja, ich habe längere Zeit überlegt, ob ich quasi das Rust-Buch benutze. Das ist quasi das hier. Das hatte ich auch im Stream gestern erwähnt, dass es das gibt. Das kannst du im Prinzip oder sollst du im Prinzip von vorn bis hinten durchlesen können. Das ist ganz nett. Aber das macht natürlich wenig Sinn, dass ich das quasi im Stream mit euch zusammen von vorn bis hinten durchlese. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele da drin sind. Wenn ich jetzt irgendwie hier sage, keine Ahnung, Datentypen, so. Okay, hier gibt es ein Beispiel. Hier gibt es ein Beispiel.
Aber so wirklich solche Übungsdinge, sie ist tendenziell eher nicht, ne? Und deswegen habe ich mich eher dafür entschieden, dieses Just by Example durchzumachen. Dass es ein bisschen didaktische Schwächen hat, merke ich jetzt auch gerade. Und aber wir kommen klar. Also wir können uns, glaube ich, Dinge erschließen und notfalls ergoogeln. Von daher. Jo. Index in starts at 0, macht soweit Sinn. Das erste Element des Arrays ist 0 und das zweite ist 1. Okay. Und ich kann auch auf ein Array.len aufrufen und bekomme die Länge des Arrays. Arrays are stack allocated. Das ist auch geil, weißt du? Also, das ist ja schön zu wissen für jemanden, der sich irgendwie auskennt. Aber für Leute, die irgendwie, die jetzt, ich meine, gut, ich weiß nicht, ob jemand Rust wirklich als erste Programmiersprache benutzen wird. Aber ich sag mal, selbst für Leute mit irgendwie so mittelgutem Programmierwissen und Erfahrung ist halt so diese Information, Arrays are stack allocated. Erstmal so, okay, was? Und ich weiß auch noch nicht mal, ob das wirklich relevant ist. Muss ich das wissen an der Stelle? Oder würde es nicht woanders irgendwie mehr Sinn machen? Aber gut, Arrays sind Stack allocated. Das heißt, sie landen auf dem Stack. Das heißt, sie landen quasi im Kontext meiner gerade laufenden Funktion. Wenn ich das jetzt mal so Pi mal Daumen erklären darf. Das Array okkupiert so und so viel Bytes. Okay, und dann hole ich size of val und das gibt mir quasi das Ganze in Bytes zurück. Gut, schön. Okay. Arrays can be automatically borrowed as slices. Borrow the whole array as a slice. Analyze slice ist das hier oben. Okay. Und ich gebe mein Array mit den Xen da rein. Mit einem Und vorne dran, bei dem ich auch eher nur so raten kann, wofür es steht. Wahrscheinlich hat das was mit diesem Borrowen zu tun. Also ich mag jetzt wirklich nicht die Doku runterziehen. Ja? Das war bis zu dieser Seite war das eigentlich alles ziemlich gut. Mit so ein paar Kleinigkeiten irgendwie von so ein paar Kleinigkeiten abgesehen. Aber hier ist gerade so. Ja, okay. Okay, slices can point to a section of an array. Das heißt, ich kann jetzt sagen, die Y-se von 1 bis 4. Also quasi das zweite bis zum fünften Element. Oder ist das inklusive oder exklusive? In Python ist das ja ganz zum Beispiel ganz hässlich, dass irgendwie. Das erste ist das Startelement und das letzte ist aber nicht das letzte Element, sondern das vorletzte. Nein, erste, das ausgeschlossen wird. Also ich finde das immer super unintuitiv in Python. Okay, und wenn ich quasi Out-of-Bound-Indexing probieren würde, bekomme ich einen Compile-Error. Das ist natürlich schön. Das macht C aber wahrscheinlich auch. Also wenn ich so ein Array mit einer vorgegebenen Größe habe, dann ist das eigentlich auch keine Magie, oder? Kann ich mir zumindest wahrscheinlich warnen lassen von irgendeinem Compiler. Lassen wir mal laufen und gucken, was passiert. Ah ja, genau. Und ich bekomme mein Index is out of bounds, the length is 5, but the index is 5. Ja. Macht natürlich Sinn. Darf ich nicht machen. Das heißt, ich darf hier höchstens zum Beispiel mal 4 eintippen. So. Okay. Das erste Element aus meinem Array ist 1. Das zweite ist 2. Die Größe ist 5. Und das Array belegt 20 Bytes. Das heißt, jeweils 4 Byte. Das macht auch total Sinn, ne? Weil das 5 Werte vom Typ I32 sind. Also 5 mal 32 Bit, also 5 mal 4 Byte, also 20 Byte. Und ich sehe, dass der Chat sich schon wieder aufgehängt hat. Das ist doch seltsam. So.
Gibt weiter hinten im Buch kleinere Projekte, aber ja, sonst sind Beispiele, nee, sonst Beispiele und Aufgaben sind da weniger drin. Rust by Example ist definitiv keine schlechte Wahl für den Stream. Dankeschön. Ja, Jan-Erik ist erfahrener Rust-Entwickler. Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier im Stream bist. Und ich hoffe, es ist nicht allzu langweilig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ganz interessant ist, irgendwie jemanden, der frisch in die Sprache reinkommt, so ein bisschen zuzugucken und zu erleben, so, okay, woran stoßen sich die Leute? Was sind irgendwie so die Stolperfallen und was sind so die Gedanken, die man dabei hat? Also, und ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel Quatsch. Und bei manchen Sachen würde ich tatsächlich, wenn dir das nicht zu blöd ist, würde ich einige Dinge auch fragen. Und zwar, also zumindest dann, wenn du da bist, nicht irgendwie jetzt groß inhaltliche Sachen, die lange zu erklären brauchen, sondern eher so sowas wie, ich hatte vorhin irgendwas, wie man das spricht, also wie man zum Beispiel ein Mute spricht, MUT. Spricht man das Mute oder spricht man das Matt oder spricht man das. Wie sprechen das die Leute normalerweise? Das sind ja so Sachen, die lernst du eigentlich nicht im. Also die stehen irgendwie in keiner Dokumentation normalerweise, wie man Sachen ausspricht, aber es ist halt total praktisch und man weiß, wie Leute einen dann verstehen, wenn man irgendwie drüber redet. Okay. Gut, haben wir durchgearbeitet, oder? Gab es da noch irgendwas Lustiges, was ich irgendwie probieren wollte? Ah ja, genau, ich wollte da mal in dieses Array reingucken, dieses Ys. Ich ersetze das hier einfach mal, weil ich wissen will, ob da jetzt tatsächlich 500 mal 0 drin steht oder ob da irgendwie, keine Ahnung, die 0 bedeutet irgendwas anderes und stattdessen steht irgendwie der Wert 500 drin. Denn Erik sagt, er sagt immer mutable. Okay. Ja, aber wenn du einfach den Code vorliest, ich weiß nicht, wie oft man Code vorliest, ne? Aber okay, hier steht jeweils 0 drin. Also heißt das hier 500 mal 0. Was würde passieren, wenn ich jetzt hier 400 mal 0 reinschreibe? Wahrscheinlich kriege ich einen Compiler-Fehler. Ja, die Typen sind nicht kompatibel, weil quasi das, also die Länge auch mit zur Signatur gehört. Expected an array with a fixed size of 500 elements, found one with 400 elements. Okay, das macht soweit auch Sinn. Also wir hatten halt gerade eben irgendwie so einen Code wie ne, das war noch eins vorher. Ne, das war hier. Hier. Let mute mutable. Okay, das ist natürlich. Let mute inferred type ist irgendwas. Ja. Sagen wir dann let mute inferred type oder let mutable inferred type? Irgendwie so. Ist aber auch Detailfrage. Es ist jetzt gar nicht so wichtig. Genau, so. Soweit, so gut. Okay, Arrays und Slices haben wir uns jetzt angeguckt. Gut, haben wir alles verstanden. Dann können wir weiter mal mit Custom Types. Trinken wir noch einen Schluck. Okay, gerade ist nicht nur der Mixer weggegangen, sondern auch tatsächlich irgendwie OBS stehen geblieben. Ich hoffe, ihr hattet keinen allzu großen Aussetzer im Stream. Es ist wahrscheinlich wieder Unity Media. Es ist wahrscheinlich wieder Unity Media und ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Also ich kenne das, wenn ich mir jetzt einen Router angucke, ne, rührt sie nicht. Das ist tatsächlich so ein unixoider Router, der hat irgendwie so eine LED vorne und beziehungsweise er hat mehrere so LEDs vorne, das ist diese Unity Media Connect Box. Und wenn die LEDs nicht leuchten, ist alles okay. Das ist also wirklich so, wenn du einen Unix-Befehl eintippst, von wegen kein Feedback heißt, das ist alles okay. Und wenn es Probleme gibt, dann hast du grüne LEDs, die blinken. Grün, also grün blinken bedeutet, ist kaputt. Ja. Okay. Und der Chat hängt mal wieder. Das ist alles ein Geraffel hier. Okay. Jan Erik sagt wohl eher matt. Wie der E-Mail-Client. Gut.
Wobei man da jetzt als Deutscher irgendwie auch dann überlegen kann, also so wie du es da schreibst, ich würde jetzt Matt sagen, weil Matt auch als Matt-E-Mail, das hat ja auch irgendwie so ein Hund, also so ein Köter, so ein Matt als Maskottchen. Nur dass er jetzt doch hier unten in der Ecke, wo ihr ihn nicht sehen könnt, weil ich kann auch nicht hochscrollen. Ich kann sagen, Display View, nein, nicht View Image Info, obwohl das funktioniert auch. Hier so ein Wuff. Als Deutscher könnte ich auch sagen Mutt. Also ich kenne auch genug Leute, die sagen, ich benutze Mutt als E-Mail-Client. Aber alles nicht so einfach. Gut, wir schweifen ab. Custom Types machen wir jetzt. Rust Custom Data Types are formed mainly through the two keywords struct, define a structure, und enum, define an enumeration. Enumeration? Enumeration? Ich kann bei der Gelegenheit gleich mal gucken. Enumeration. Vorwurf habe ich gestern schon und ihr konntet es nicht hören. Diesmal müsstet ihr es hören können, wenn ich jetzt hier draufklicke. Enumeration. Haha. Ich hab's gehört und ich habe auch einen Ausschlag gesehen. Enumeration. 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 Also es heißt Enumeration und nicht Enumeration. Okay, gut zu wissen. Ja. Ich hoffe, ihr habt das diesmal auch gehört. Perfekt, danke. Danke für das Feedback. Gestern hat das nicht geklappt. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Gestern haben diverse Dinge nicht geklappt und der Ton war auch irgendwie komisch und ich habe von Leuten irgendwie Beschwerden bekommen, so, das klingt irgendwie nicht so geil. Und dann habe ich nach dem Stream festgestellt, dass die ganze Zeit das interne Mikro von meinem Laptop benutzt worden ist und nicht das, was ich hier aufhabe. Jo, heute ist das anders. Heute kann ich hier einmal dran fassen. Und man merkt, es ist das richtige Mikro. Okay, gut. Ja. Bis zum Advent of Code ist das hier alles perfekt, perfekt eingerichtet und whatever. Gut. Enumeration. Constants can also be created via the const and static keywords. Da bin ich ja jetzt auch nochmal gespannt. Was da jetzt, nachdem wir ja vorhin gelernt haben, dass Variablen nur dann irgendwie veränderbar sind, wenn sie mute oder matt dabei stehen haben. Was ist denn dann eigentlich das Besondere an einer Konstante? Sind Variablen, die ich nicht verändern kann, sind die nicht eine Konstante? Mal sehen. Bleiben noch Geheimnisse offen. Okay, Structures. There are three types of structures oder structs that can be created using the struct keyword. Tuple structs, which are basically named tuples. Tuples? Ich mach nochmal Vorwurf. So. Tuple. Tuple, okay. Nicht Tuple, Tuple. Gut. The classic C structs, also wie in C, und unit structs, which are fieldless, are useful for generics. Also hier wurde noch nie irgendwo erwähnt, was generics sind. Ich weiß es glücklicherweise schon. So, wir haben ein struct person vom Typ. Na, hier haben wir nämlich jetzt schon direkt so generics. Also ich gehe mal davon aus, dass spitze Klammern bedeuten generic. Generic und dann Hochkomma A. Ich habe keine Ahnung, wofür Hochkomma steht. Und in diesem struct person stehen ein Name und ein Alter drin und der Name ist vom Typ und Hochkomma A String. Und das Alter ist ein U8. Das heißt, man kann maximal 255 Jahre alt sein. Gut. Unit struct, struct nil. Die haben quasi keine Felder und sind deswegen nützlich für Generics. Das will ich jetzt erst noch sehen, warum das nützlich für Generics ist, aber gut. Ein Tuple Struct, genau, das kriegt quasi so zwei, hat zwei Typen und ist dann damit sozusagen ein Tuple, ja. Und ein Struct mit zwei benannten Feldern, also die macht man dann quasi mit diesen geschweiften Klammern.
Struct Point mit X und Y, das sind beides Floats 32. Gut. Structs can be reused as fields of another struct, also man kann die miteinander verschachteln. Das macht total Sinn. Ich habe also ein Struct Rectangle und P1 ist ein Point und P2 ist ein Point. Das sind quasi die von hier oben. Soweit noch nicht so wahnsinnig überraschend. So, und was machen wir in unserer Main-Funktion? Wir erstellen ein neues Struct mit Field in its Shorthand. Aha. Das heißt, wir sagen Name ist Peter und Age ist 27 und dann sagen wir, das ist eine neue Person mit Name und Age. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch schon mal irgendwie sagen, ich gehe schwer davon aus, dass dieses Field in its Shorthand bedeutet, dass sie nach der Reihenfolge initialisiert werden und nicht nach dem Variablennamen. Aber um das ein bisschen klarer zu machen, werde ich gleich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich den Namen dieser Variablen ändere. Gut, dann print debug struct. Jo, dann erstellen wir einen Point. Point vom Typ Point ist ein Point. Ich denke, diese Typ-Annotation hier könnte man sich auch sparen wahrscheinlich. Auch das können wir gleich mal ausprobieren. Dann gucken wir uns die unterschiedlichen Felder davon an. Point.x und Point.y. Okay. Mach einen neuen Point by using struct update syntax to use the fields of our other one. Aha. Let new point ist point mit einem x von 0,1 und dann Punkt, Punkt, Point. Ich gehe davon aus, das bedeutet und den Rest kopiere aus dem anderen Punkt. Steht hier zumindest auch. New point.y will be the same as point.y because we used that field from point. Wo mich natürlich auch interessieren würde, ist das eine Kopie oder nicht? Auch das können wir ausprobieren. Haha. Ich glaube, ich sollte mir langsam Notizen machen, was ich alles ausprobieren will an diesem Codeschnipsel. Destructure the point using a let binding. Let point x my x und y my y ist gleich point. Okay, wir erstellen also einen neuen Point. Nee. My x ist danach der Wert, der in dem x drin steht. Und my y ist der Wert, der in dem y drin steht. Okay, an die Syntax muss man sich auch ein bisschen gewöhnen. Das heißt, ich nehme den Point, der hat die Felder x und y. Und ich schreibe quasi auf die linke Seite let. Und dann sozusagen so, wie ich den Point konstruieren würde. Inklusive, dass ich x Doppelpunkt hinschreibe und y Doppelpunkt hinschreibe. Und schreibt dann rein, wie die Variablen heißen sollen, denen ich das zuweisen möchte. So interpretiere ich das zumindest. Und hier frage ich mich zum Beispiel, wenn ich den Teil hier weglasse und nur nach der Reihenfolge gehe, funktioniert das auch? Auch das werde ich ausprobieren. Let underscore rectangle ist gleich, wir erstellen ein neues rectangle. Struct instantiation is an expression to. Das heißt, ich kann jetzt sagen, P1 ist, ich mache jetzt einen Point mit einem x, x ist my y und y ist my x, okay. Gut, das ist verwirrend, aber kann man machen. Und P2 ist der Point von irgendwo weiter oben, okay. Instantiate a unit struct, let unterstrich nil ist nil. Instantiate a tuple struct, let pair ist pair 1 und 0,1. Und x ist the fields of a tuple struct, das pair contains Pair 0 und Pair 1. Gut. Destructure a tuple struct. Let pair integer decimal. Das sind dann quasi meine beiden variablen Namen. Sind integer decimal. Okay. Und dann haben wir eine Activity darunter. Add a function rectArea, which calculates the area of a rectangle. Try using nested destructuring. Mhm. Gut. Das ist gut. Und add a function square, which takes a point and a f32 as arguments and returns a rectangle
with its lower left corner on the point and a width and height corresponding to the F32. Ah. Okay. Das klingt nice. Das klingt nice. Gut, lassen wir erstmal das Beispiel hier laufen. Okay, ich habe eine Person mit Namen Peter und Age 27, Point Coordinate, Second Point und Pair contains 1 and 0,1 und das Ganze nochmal nach dem Destructuring. Okay. Was wollten wir jetzt alles ausprobieren? Genau, ich wollte erstmal ausprobieren, was passiert, wenn ich das jetzt hier heißt und Alter nenne. Das funktioniert wahrscheinlich genauso. Dann gehen wir das aus. Dann haben wir instantiate a point mit x ist 0,3 und y ist das. Wo ich mich gefragt habe, kann ich das einfach weglassen? Ne, das habe ich mich nicht gefragt. Ich habe mich gefragt, kann ich hier vorne die diese Typdeklaration weglassen? Reduzieren das jetzt einfach mal runter. X is the fields of the point. Okay. Okay, ich lasse jetzt doch mal laufen, bevor ich irgendwie alles kaputt gemacht habe. Ja, geht schon los. Okay, anscheinend darf ich nicht das X und das Y weglassen. Und ich darf die auch nicht umbenennen. Has no field named heißt und has no field named alter. Und hier fehlen X und Y. Ja, weil ich die ja... Okay. Das ist spannend. Also, das heißt, das hier muss Name heißen und das hier muss Age heißen, damit ich die hier so reingeben kann. Name und Age. Und das ist quasi Kurzschreibweise für Name, Doppelpunkt Name und Age, Doppelpunkt Age. Probieren wir das mal. Ja, okay, jetzt haben wir hier unten noch den Point immer noch, der Fehler, weil wir hier noch X und Y explizit dazu schreiben müssen. Plop. Okay, das funktioniert jetzt. Okay, schon mal was gelernt. Make a new point by using, genau. Das heißt, X ist jetzt 0,1 und Y bleibt bei 0,4, weil der Rest sozusagen aus dem anderen Point rüber kopiert wird. Und jetzt wollte ich wissen, was passiert, wenn ich den ändere. Aber ich fürchte, ich darf den ja noch nicht mal ändern, weil das ja alles nicht mutable ist. Richtig? Das heißt, wenn ich jetzt hier unten drunter sage, new point Punkt y ist 0,8, dann ist das böse. Cannot assign. Mhm. New point is not declared as mutable. Aha, Moment. Also das heißt, wenn ich diesen new point als mutable deklarieren würde, dann reicht das schon. Obwohl die einzelne Eigenschaft da drin nicht mutable ist. Tatsache. Aha. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich irgendwie in dem Point, wo auch immer ich ihn definiert habe, hier oben, dass ich hier sowas schreiben muss wie mute x und mute y. Aber offenbar nicht. Gut. So, und jetzt hab ich das hier quasi geändert. Und jetzt wüsste ich aber natürlich trotzdem gerne, hat sich das in meinem alten Punkt geändert? Das heißt, Printline, ist das sozusagen, ich habe ja das y übernommen von dem anderen Punkt und habe dann einen neuen Wert zugewiesen. Passiert das jetzt nur in meinem neuen Punkt oder passiert es in meinem alten Punkt auch? Old y value oder old points y value ist, und dann gehen wir da rein, point.y. Dulüb. Bisschen ausprobieren. Bleibt bei 0,4. Wir haben also eine Kopie erstellt. Okay.
Gut. So. Dann wollte ich wissen, genau, wenn ich hier sage, let point x ist my x und y ist my y, da darf ich jetzt mit Sicherheit auch nicht das x und das y wegnehmen, weil das hat gerade eben schon nicht funktioniert, wenn ich die Dinger weglasse. Ne? Genau. Geht nicht. Aber wir können mal probieren, was passiert, wenn ich hier sage, y ist my x und x ist my y. Also kann ich die in umgekehrter Reihenfolge zuweisen? Wahrscheinlich kann ich das. Ja. Okay. Das ist natürlich verwirrend. Das machen wir wieder andersrum. So. Dann haben wir ein Rectangle. X ist mal Y. Ah, die machen es da. Das war ich nicht. Das ist tatsächlich in dem Beispiel schon andersrum. Initiate a tuple struct. Tuple. Tuple habe ich gelernt. X to fields of a tuple struct. Die Structure a tuple struct. Okay. So. Dann habe ich das soweit, glaube ich, verstanden. Gut. Wunderschön. Dann können wir jetzt diese Activity machen. Das bleibt spannend. Fügen Sie eine Funktion hinzu, rectarea, which calculates the area of a rectangle. Try using nested destructuring. Dann probieren wir das mal. Das heißt, ich mache eine Funktion rectangle. Nee, Area hieß die. Die bekommt eine Rectangle und gibt was zurück. Ist das definiert? Nö. Aber da ein Point Float 32 ist und ein Rectangle aus Points besteht, würde ich sagen, wir geben auch mal ein Float 32 zurück. Aha. Naja, wie würde ich das jetzt theoretisch machen? Ich muss also Länge mal Breite, ne, ist das bei einem Rectangle. Dafür brauche ich erstmal die Länge. Die Länge ist. Was ist eigentlich die Länge? Die Länge ist der Absolutwert von der Differenz von den beiden Punkten. Ne? Ja. Okay, das heißt, ich kann irgendwie. Sowas sagen wie rect.p1.x minus rect.p2.x. Das ist die, sagen wir mal, die Breite. Die Länge wäre rect.p1.y minus rect.p2.y. Ich brauche davor noch den Absolutwert und ich frage mich, ob ich einfach abschreiben kann oder ob ich dafür noch irgendwas importieren muss. Wir werden es erleben. So, das ist Länge mal Breite. Jetzt habe ich irgendwo ein Rectangle? Genau. Dann sagen wir Printline. Rectangle has the area flup und sagen area von unterstrich rectangle. Gucken wir mal. Cannot find function ups in the scope. Ich weiß, dass wir das benutzt haben. Ich weiß aber nicht mehr wo. Deswegen gucken wir mal Rust. Rust Ups. Num? Nein. How do I get an absolute value in Rust? Use standard num. Okay. Nee. Nowadays, abs is a method on most number types. Ja, dann. Das ist falsch, das kann weg. So. Das ist auch falsch. Ich finde noch den richtigen Tab. Okay. Das heißt, ich kann jetzt. Jetzt warte ab. Dann kann ich den Ausdruck jetzt hier klammern und kann dann Punkt apps dahinter schreiben.
Und den Ausdruck hier klammern und Punkt Apps hinten dran schreiben? Fragezeichen? Plöpp? Kann ich da jetzt bitte wieder reconnecten? Aha. Hallo, OBS hat sich wieder verbunden. Ja, dann sind wir ja wieder da. Stream ist wieder da. Ich schreibe das mal da rein. So. Der Chat weiß hier natürlich nichts davon. So. Und Erik muss auch weg. Okay. Tschö, schön, dass du da warst. Ich freue mich drauf, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist oder bei einem der nächsten Male. Um euch mal abzuholen, wir sind gerade bei den Activities, die da drunter waren. Ich habe so ein bisschen weitergearbeitet, weil hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen macht halt auch irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also das erste war, baue eine Funktion rectArea, which calculates the area of a rectangle mit nested destructuring. Das sieht dann so aus. Das ist hier dieses Area. Das ist mein destructuring. Das heißt, ich habe eine Variable p1x und eine p1y und eine p2x und eine p2y. Und die destructure ich quasi aus diesem Rectangle raus. Das heißt, du musst sagen, okay, let, und dann sagst du, mein Rectangle ist das. Also damit legst du kein neues Rectangle an, sondern das ist so die Syntax, die du außenrum packst für dein Destructuring. Und der P1, der Punkt da drin, der landet in einem destructureden Point. Und das x davon landet eben in meiner Variable p1x. Das heißt, das ist das eigentliche Ding, was ich definiere. Diese Variable und diese Variable und diese Variable und diese Variable. Und die Syntax, die ich hier auf der linken Seite mache, ist sozusagen dieselbe Syntax, die ich benutzen würde, wenn ich ein neues Rectangle anlegen würde. So, und dann habe ich quasi diese Variable und dann kann ich halt einfach Länge mal Breite, fertig. Und die zweite Aufgabe ist, baue eine Funktion square, die einen Punkt und ein F32 übernimmt und ein Rectangle zurückgibt mit dem Punkt als linke untere Ecke und einer Breite und Höhe jeweils F32. Also jeweils diesem Float-Wert, den du da reingibst. Und das habe ich jetzt einfach so gemacht. Das kriegt einen Punkt und eine Länge. Und dann sage ich, baue mir ein neues Rectangle mit dem ersten Punkt ist der Punkt, der da reinkommt. Und der zweite Punkt ist ein neuer Punkt, der definiert ist als das x vom ersten Punkt plus die Länge und das y vom ersten Punkt plus die Länge. Und das wollte ich mir jetzt gerade ausgeben lassen. Genau, let square ist square. Und jetzt kann ich hier reinschreiben, welchen Point nehme ich. Ich nehme einfach, ich habe hier einen Point und die Länge ist 5. Und dann kann ich mir das einmal ausgeben lassen. My new rectangle oder my new square. Alter, square. Doppelpunkt. Hatten wir dafür die Bug-Ausgaben? Ich fürchte nicht, ne? Ich glaube nicht. Können wir aber machen. Oder können wir es zumindest mal versuchen, ob das funktioniert. Wir reifen einfach die Bug da drauf. So. Und dann könnte das prinzipiell schon alles gewesen sein. Ah ja, ich hatte kein Internet, deswegen bin ich hier quasi bei mir lokal. Okay. Also anscheinend können wir das erstmal nicht machen mit dem Dingens. Und hier muss ich 5,0 reinschreiben, damit das funktioniert. Darf es aber immer noch nicht, ne, weil ich Point nicht mit einem Doppelpunkt, oder warte, mit einem Doppelpunkt Fragezeichen. Und ich muss natürlich auch das Square hier irgendwie in reingeben, so. Das ist noch nicht viel besser. Standard Format Debug is not implemented for Point. Aber für Square sollte es doch eigentlich
implemented sein. Ja, aber für Point nicht. Aber für Point können wir es ja eigentlich auch noch machen. Das war jetzt irgendwie diese eine Zeile hier, die wir jetzt hier noch dazu packen können. So. Und es sollte eigentlich doch auch nicht. Okay, fast. Jetzt kommen wir quasi an irgendwelche Syntaxfehler, die ich habe beim Erstellen von meinem Rectangle. Ich will hier ein neues Rectangle erstellen. Mein Punkt 1 ist das und mein Punkt 2 ist ein neuer Punkt. Mit x ist das und y ist das. Okay, ich sehe noch nicht so ganz, was ich falsch mache. Lesen wir mal Fehlermeldung. Weil ein Rectangle bekommt ja einen P1 und einen P2. Das sind beides Points. Ich bekomme hier quasi einen Point rein. Und hier möchte ich eigentlich einen neuen Point erstellen. Und ein Point hat ein X und ein Y. Und das X addiere ich hier eigentlich. Aber er hat ein Problem, wenn ich hier sage X Doppelpunkt. Wie habe ich denn hier unten einen Punkt definiert? Ah, mit geschweiften Klammern. Das ist das Problem. Ich habe hier runde Klammern und ich muss aber geschweifte Klammern benutzen. So nämlich. Und ich kriege neue Fehlermeldungen. Das darf ich offensichtlich auch nicht so machen. Warum nicht? Wenn ich hier einen Point instantiate, müsste ich das doch hier eigentlich auch so machen dürfen. Nein? Anscheinend nicht. Was passiert, wenn ich es klammer? Ich krieg weniger Fehlermeldungen. Try to parse a type due to this. Okay. Ich versuche jetzt mal diesen Point einfach außen zu definieren. P2 oder P. Ja, ich nenne ihn P2. Dann heißt er zwar genauso wie das andere Ding. Sagt quasi, let P2 ist, und jetzt machen wir hier unseren Point, schwupp, und dann sollte ich doch hier eigentlich einfach nur P2 schreiben dürfen. Hopp. Auch noch nicht. Ah! Ich muss hier natürlich auch diese geschweiften Klammern benutzen. Ja. So. Use of moved value point. Das ist jetzt diese Borrowing-Geschichte, ne? Ich benutze quasi. Habe ich das denn hier? 49, 66. Let point ist mein das und bei 66 gebe ich den hier nochmal rein. Value used here after move. Genau. Let square ist square point. Use of moved value. Wir probieren mal was anderes. For more information about this error, try Rust C. Explain mir diesen Error. Oops. So.
Was passiert hier? Irgendwas Komisches? Okay. This error occurs when an attempt is made to use a variable after its contents have been moved elsewhere. For example, struct my struct blah, function main, let mute exist blah. Since my struct is a type that is not marked copy, the data gets moved out of x when we set y. This is fundamental to Rust's ownership system. Genau. Und das ist ein bisschen zu hoch für unseren aktuellen Kenntnisstand, weil wir dieses Ownership System noch nicht ganz verstanden haben. Beziehungsweise noch nicht mal ansatzweise erklärt bekommen haben. Deswegen würde ich an der Stelle einfach einen neuen Punkt erstellen und es damit erstmal sein lassen. Das heißt, ich mache jetzt hier einen neuen Point und gebe dem ein x ist 3 und y ist 5. Ist mir eigentlich ja völlig egal. Beziehungsweise es müssen ja auch Floats sein, ne? 3,0 und 5,3. So, und dann habe ich hier mein new square ist irgendwas. Lassen wir das nochmal laufen. Plöpp. Naja. So. Und dann habe ich jetzt hier eins, das geht von 3,0 bis 8,0. Das hat eine Länge von, also oder eine Breite von 5. Und y geht von 5,3 bis 10,3. Das sieht also soweit ganz gut aus. Und jetzt kann ich nochmal hier oben reinschauen, ob ich das, wie ich es ursprünglich eigentlich machen wollte, nämlich mit nicht einer neuen Variable einzuführen, ob das auch funktioniert. Das heißt, ich sage, P1 ist P und P2 ist im Prinzip einfach das, was hier drin steht. Hab. So. Das darf ich wiederum nicht. Achso, ich muss noch P2 ja, von dran schreiben, damit Rust weiß, was ich meine. Okay. Und jetzt habe ich hier wieder use of moved value P. Move occurs because P has the type point which does not implement the copy trait. Okay. Gut. Da würde ich mich jetzt gerade gar nicht so lange dran aufhängen wollen, ehrlich gesagt. Und würde eher sagen, lass mal gucken, wie es noch weitergeht. Und den Rest können wir dann machen, wenn wir sozusagen bei dem dieses ganze Borrow und Ownership und sonst was verstanden haben. Gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht mehr allzu lange machen, weil wir schon fast 2 Stunden haben. Enums. The enum keyword allows the creation of a type which may be one of a few different variants. Any variant which is valid as a struct is also valid as an enum. Mhm. Wir erstellen also ein Enum, um ein Web-Event zu klassifizieren. Note how both names and type information together specify the variant. Page load ist ungleich page unload und key press character ist ungleich paste von string. Each is different and independent. Okay, ich erstelle also ein Enum-Web-Event und ein Enum kann entweder unit-like sein. Ich habe immer noch so ein bisschen Audioprobleme, aber diesmal nur im Kopfhörer. Kann entweder Unit-Light sein, also einfach nur Page-Load und Page-Unload. Oder Tuple-Structs haben, also Key-Press-Character oder Paste-String oder Zähler-Extructures. Okay. Und das heißt, ich kann jetzt quasi eine konkrete Variable von diesem Typ Web-Event bauen und sie kann entweder Page-Unload haben, Page-Load haben oder Page-Unload oder ein Key-Press oder ein Paste oder ein Click. Mhm. A function which takes a Web-Event enum as an argument and returns nothing.
Gut, jetzt gibt es hier Match-Event. Sie haben mir natürlich wieder nicht erklärt, was Match bedeutet. Web-Event ist. Nein, genau. Wenn es ein Web-Event-Page-Load ist, dann Printline-Page-Loaded. Wenn es Page-Unload ist, dann Printline-Page-Unloaded. Wenn es ein Keypress ist, dann destructen wir das Zeichen daraus. Pressed das Zeichen. Wenn es ein Paste ist, ist es pastet diesen String. Und wenn es ein Click ist, clicked at das. Okay. Und dann machen wir ein neues Web-Event oder diverse Web-Events und inspekten die. Soweit so gut, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich verstehe, was da passiert. Du hast sozusagen quasi ein Konstrukt, ich will nicht immer Klasse sagen, ne, aber ein Ding, das entweder sowas sein kann oder sowas sein kann oder sowas oder sowas oder sowas. Okay. Und dann kannst du quasi schauen, was davon es ist. Musst aber dann. Okay, musst aber den Typ sozusagen dann auch hier hinten dran angeben, ne? Also wenn das ein Keypress C ist, dann musst du auch in der Klammer irgendwie das damit reinschreiben, wahrscheinlich. Na, ich krieg es jetzt hier quasi als Variable raus. Also vielleicht kann ich es auch ohne machen. Ich probiere das mal. Wenn ich jetzt hier sage Web-Event Keypress und das hier weglasse und dann hier einfach sage Press something, erkennt das dann? Ist das ein Compiler-Fehler? Did you mean Web-Event Keypress Fields? Ja, im Prinzip meine ich das schon. Ich weiß nur nicht genau, wie ich es schreibe. Ich probiere es mal mit leeren Klammern. This pattern has zero fields, but the corresponding tuple variant has one field. Okay, ich muss also da was reinschreiben. Und wenn mich die Variable überhaupt nicht interessiert, das geht. Okay. Na gut, na gut. Kann ich mitarbeiten, würde ich sagen. Okay. Soweit verstanden. Ehrlich gesagt. So. Type aliases. If you use a type alias, you can refer to each enum variant via its alias. This might be useful if the enum's name is too long or too generic and you want to rename it. Aha. Ich habe hier quasi ein enum, very verbose enum of things to do with numbers und der kann entweder add sein oder subtract sein. Gut. Und dann erstelle ich ein Type-Alias. Das heißt, ich sage Type Operations ist dasselbe wie das. Ich habe quasi ein Alias erstellt. Okay, und dann kann ich jetzt sagen, we can refer to each variant via its alias, not its long and inconvenient name. Das heißt, ich kann sagen, let x ist Operations add. Na gut. The most common place you'll see this is in Impl. Blocks using the self-alias. Aha, gib mir ein Beispiel. Das ist quasi genau das. Impl, very verbose, im Functions run und self. Und dann gebe ich hier irgendwie noch was mit rein. Und self scheint dann wohl ein automatisch vorhanden zu sein, da Alias zu sein, mit dem ich dann sagen kann, Match. Ah, ne, da, das hier. Ah. Okay. Das ist dann wohl automatisch vorhanden und bezieht sich sozusagen auf das Ding, für das ich gerade implemente. Ich habe die Schreibweise eigentlich immer so ein bisschen anders gesehen. Die war nämlich eher sowas wie,
Wir gucken das nochmal nach bei dem Display. Da war das nämlich Impel das vor irgendwas. Das heißt, ich würde hier... Ah ne, das war, okay, das war wirklich, wenn du ein Trade implementieren willst. Und dann machst du hier nämlich unten noch die Funktion drin. Okay. Okay. Aha. Na gut. Und dann steht hier noch, to learn more about enums and type aliases, you can read the stabilization report from when this feature was stabilized into Rust. Weiß ich nicht, ob ich das tun will. Das kommt mir ein bisschen zu kompliziert vor. Aber na gut. Ich verlasse diesen Teil über Enums mit einem gemischten Gefühl von, okay, ich glaube, ich habe halbwegs verstanden, was ihr von mir wollt, und ich gehe davon aus, dass, wenn ich das dann irgendwann in der Praxis benutzen will, dass ich mir das nochmal angucken muss. Beziehungsweise es gibt hier noch Unterkapitel mit Use und C-Like und einem Testcase. Schauen wir mal, wie groß das ist. Oder ob wir für heute Schluss machen. Hier implementieren wir eine verkettete Liste. Ich entscheide jetzt einfach, dass wir das heute nicht mehr machen. Das ist mir dann doch zu viel. Wir haben jetzt 2 Stunden gemacht. Ich finde, das ist eine gute Portion. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so halb am Abschalten auf jeden Fall. Und dann macht das ja am Ende auch keinen Sinn mehr. Von daher würde ich sagen, machen wir nächstes Mal weiter. Wie immer bin ich perfekt vorbereitet und weiß ganz genau, wann ich den nächsten Stream machen will. Nein, weiß ich natürlich nicht. Ich gehe davon aus, dass ich morgen einen machen kann. Morgen ist Samstag, Samstagabend oder sowas. Ich weiß noch nicht genau. Und ich werde das auf jeden Fall ankündigen im Discord und auf Twitter und auf Mastodon und auf dieser wunderschönen Advent of Code Seite in diesem Streamkalender-Abschnitt hier. Und ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr findet es interessant. Es ist ein bisschen wenig Interaktion für meinen Geschmack. Aber vielleicht ist das auch okay so. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich lasst ihr mich sowieso einfach irgendwie nebenher laufen und sitzt nicht die ganze Zeit konzentriert davor, so wie ich. Und von daher ist das mit weniger Interaktion wahrscheinlich auch irgendwie ganz normal und ganz in Ordnung. Ich hoffe nur, dass es irgendwie nicht super langweilig ist, sondern dass ihr irgendwie was mitnehmt daraus. Ja, und wenn nicht, werde ich es irgendwie an den Zahlen sehen, der Zuschauenden, die dann womöglich irgendwie stetig gegen Null tendieren. Und dann weiß ich, was los ist. Gut. Und dann kann ich es im Zweifel auch weiter alleine lernen. Aber momentan finde ich es eigentlich ganz gut, so wie es läuft. Nämlich einfach so ein gewisses von wegen, okay, ich lerne das jetzt und rede so ein bisschen drüber. Ich würde es wahrscheinlich einen Ticken schneller lernen, wenn ich irgendwie nicht drüber reden würde gleichzeitig. Aber ich hoffe einfach, dass ihr da irgendwie ein bisschen was davon habt. Und ja, ich will das Rust by Example später in Ruhe noch selber machen. Nebenbei geht nicht. Okay. Ja, das heißt aber, du lässt den Stream jetzt quasi laufen und hörst da irgendwie so lose mit oder Und machst es dann später nochmal sozusagen selber. Ich verstehe noch nicht so ganz, nebenbei geht nicht. Also nebenbei beim selber machen. Okay. Nee, also das kann ich verstehen. Also das könnte ich auch nicht. Jetzt mich quasi hinsetzen und jemand anders labert und ich versuche das währenddessen selber zu machen. Das funktioniert mit Sicherheit nicht. Ja, nee. Das macht keinen Spaß. Aber auf der anderen Seite finde ich es dann auf jeden Fall sehr cool, dass du dich hinsetzt und mir erstmal zuhörst. Und das auch schaffst, quasi so die Finger lang genug ruhig zu halten, um es nicht selber erst schon irgendwie ausprobieren zu müssen oder so. Also cool. Gefällt mir. Ja. So. Dann würde ich sagen,
Machen wir für heute mal Feierabend. Und ja, wir sehen uns wahrscheinlich morgen. Genau. Bis dahin. Habt Spaß, habt einen schönen Abend. Und ich mache jetzt auch Pause, Feierabend, sonst irgendwas. Vielleicht zocke ich eine Runde Magic. Magic the Gathering, MTG Arena, bin ich so ein bisschen drauf hängen geblieben gerade. Könnte man theoretisch auch mal streamen. Da müssen wir mal sehen. Also falls da Interesse besteht, irgendwie, dass Leute Magic zocken wollen, wir könnten auch, na, ich habe keine, doch ich habe noch uralte Papierkarten, aber die müsste ich erstmal wieder finden. Dann könnte man das theoretisch auch mal über Skype oder sonst irgendwas auf Papier miteinander zocken, aber ansonsten, na, mal sehen, mal sehen. Behalten wir das im Hinterkopf, ob wir das nochmal angehen. Gut, ich wünsche euch was, habt einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal.